Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Tonstudio des Deutschen Hygieneinstitutes. Mein Name ist Matthias Dräger. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet Herbstbaden mit besonderer Berücksichtigung der Pause beim Herbstbaden über mehrere Wochen und Monate und wie man dann wieder in das System des Herbstbadens hineinkommt. Ja, ich darf vielleicht kurz berichten. Im November 2018, Mitte November, war ich das letzte Mal eigentlich in einem offenen Gewässer, und zwar in den wunderbaren Ostseethermen. Bin von dort aus in die Ostsee gegangen, Wassertemperatur 9 Grad. Und es war einfach fantastisch, dort ein paar Minuten in Wellen zu baden und sich dann danach wieder in der Therme richtig schön aufwärmen zu können. Danach hatte ich eine Pause von ungefähr 4 Monaten, sodass ich erst im März und dann im Rheinland wieder die Möglichkeit hatte, in ein offenes Gewässer zu kommen. Der Rhein hatte damals 9 Grad und ich hatte ernsthafte Probleme, da wieder hineinzukommen. Dazu habe ich dann ein eigenes Video gemacht, wie man nach einer Pause wieder in das System des Herbstbadens hineinkommt. Und zwar, indem man ganz sachte erst einmal damit beginnt, im Wasser ein bisschen auf und ab zu laufen. Am ersten Tag vielleicht bis zu den Knöcheln ins Wasser geht, ein paar Minuten. Dann am nächsten Tag vielleicht bis zu den Knien. Ja, gerne auch dann am dritten Tag nochmal bis zu den Knien. Einfach so, dass es einfach angenehm ist und keiner besonderen Anstrengung oder Überwindung bedarf. Ja, nach einer Vorlaufzeit von 3-4 Tagen konnte ich dann am 22. März 2019 das erste Mal wieder richtig eintauchen in den Rhein für 3 oder 4 Minuten. Ja, und danach wusste ich, jetzt muss ich hier dranbleiben, also auch gleich am nächsten Tag wieder rein, damit der Körper sich hier wieder an diese frischen Temperaturen gewöhnt. Das ging auch sehr gut, während sich der Rhein relativ rasch erwärmt, sodass ich schon am 1. April für sage und schreibe eine halbe Stunde im Rhein baden konnte, bei einer Temperatur von mittlerweile 13 Grad. Und bin dann am Abend nochmal hineingegangen, nochmal für 15 Minuten und habe dann einen kleinen Vortrag im Rhein gehalten über das Thema Bauchansatz und Herbstbaden. Ich bin dann vom Rheinland aus nach Norden gefahren, hier nach Lübeck, und ich wusste schon vorher, die Ostsee wird eine andere Temperatur haben als der Rhein. Ja. Und von daher hatte ich auch extra mich schon wieder sehr gut in das System des Herbstbadens integriert, sodass ich dann auch hier im Norden in die Ostsee hineinkomme. Als ich dann hier vor der Ostsee stand, 14 Tage später, Mitte April, da hatte das Wasser hier eine Temperatur von 7 Grad. Und das ist schon eine ganz andere Kiste. Zwischen 13 und 7 Grad, dazwischen liegen Welten. Ich habe das dann so gelöst, dass ich wie immer im Wasser ein bisschen auf und ab gegangen bin,
und bin dann tatsächlich auch für einige wenige Minuten hineingekommen. Ich habe dann am nächsten Tag gleich wieder ein Bad genommen und die Eingewöhnung an diese Temperatur ging relativ gut. Ich habe dann gestern tatsächlich ein Bad nehmen können von einer Dauer von einschließlich Laufen auf der Sandbank von 18 Minuten bei immer noch 7 Grad Celsius, bei einer Lufttemperatur von 9 Grad. Das Bad war einfach nur fantastisch. Ja, das Reingehen in dieses Wasser bedeutet eigentlich keinerlei Überwindung. Wenn Sie das Video sehen, dann werden Sie sehen, ich gehe da richtig zügig ins Wasser. Und zwar nach meinem Empfinden sogar zügiger, als ich manchmal im Hochsommer ins Wasser gehe. Und das Laufen über die mit wenig Wasser bedeckte Sandbank in der starken Mittagssonne, das ist einfach nur ein Traum. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und während ich da über diese Sandbank lief, habe ich mich irgendwie auch, ja, ich habe mich fast gewundert, dass mir einfach in keinster Weise irgendwie kalt war oder dass irgendwie ein Gefühl von Kälte da war. Das war wie im Hochsommer. Und dann diese Wellen, die kleinen Wellen, die dort vom Meer kamen, das ist einfach ein Gedicht, sich von diesen Wellen dann anspülen, umspülen zu lassen. Meiner Ansicht nach ist das eine Reinigung für Körper und Seele. So ähnlich wie beim Waldbaden kann man hier vielleicht von einem Wellenbaden sprechen. Also auch bei Wellen, die hier nur eine Höhe von vielleicht 50 oder 60 Zentimeter haben. Ich kann hierzu nur sagen, so ein Bad ist ein unglaublich belebendes Element. Noch am Abend fühlt man sich einfach wunderbar schön durchblutet. Auch am nächsten Tag merkt man noch diesen belebenden Effekt. Und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, so etwas hier machen zu können. Und ich kann jedem nur empfehlen, dass er versucht, ein offenes Gewässer ausfindig zu machen, wo man sehr leicht an das Gewässer hineinkommen kann. Ein möglichst klares Gewässer, ein fließendes Gewässer wäre sehr gut. Die See natürlich ist perfekt. Und dann dieses System des Herbstbadens einfach mal ganz behutsam Schritt für Schritt auszuprobieren. Für mich ist es geradezu völlig unverständlich. Ich bin über 60. Ich habe noch von meiner letzten ansteckenden sozusagen Erkältung, die ich mir meine Kinder geholt habe. Ich bin sozusagen noch am Husten und gehe mit Husten sozusagen in die 7 Grad kalte oder warme Ostsee, um meinen Husten loszuwerden. Ja. Und da laufen Dutzende von jungen Leuten über die Promenade. Keiner denkt daran, dass man da vielleicht mal baden könnte. Es gibt aber nichts Schöneres. Und mittlerweile kann ich verstehen, ich hatte mal von einem Dänen gehört, der auch gerne im
Winterbahn geht. Und ein Bekannter erzählte mir, der geht nur rein bis 10 Grad. Danach ist ihm das Wasser zu warm. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen Eindrücken zum Thema Pause beim Herbstbaden und wie man wieder hineinkommt, möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren eigenen Versuchen. Bis zum nächsten Mal.